Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leser, anlässlich der Corona-Krise habe ich heute am Fatima-Tag dieses Video für Sie erstellt. Wir alle befinden uns aufgrund der ernsten Lage in einer Ausnahmesituation. Viele von uns werden nun länger als üblich Zeit zu Hause verbringen. Diese Zeit können wir sinnvoll nutzen, indem wir beten. Ich habe mich gestern an ein Gebet erinnert, welches mir bereits im Jahr 2007 am 20. September, dem Weltkindertag, von Gott gegeben worden ist. Es handelt sich dabei um den sogenannten Schutzmantel-Rosenkranz. Vor mehr als 12 Jahren war die Lebenssituation noch völlig anders als heute. Allerdings hat es immer wieder verschiedene Krisen, Kriege und Naturkatastrophen gegeben. Heute haben wir es mit einem Virus zu tun, welches wir nicht sehen können, und der Kampf dagegen ist mühsam und schwierig. Für die aktuelle Lage ist der Schutzmantel-Rosenkranz ein schönes Gebet für alle, die sich vertrauensvoll unter den Mantel der Gottesmutter begeben wollen. Ich habe dazu auf meiner Homepage in der Rubrik Gebete und Bilder eine gleichnamige Seite erstellt. Den Rosenkranz finden Sie übrigens auch in meinem Buch Gebete für jeden Tag. Dieses ist in 3 Sprachen verfügbar. Nähere Infos dazu finden Sie auf der genannten Seite. Die deutschsprachige Version des Gebetes stelle ich Ihnen hier in der Infobox unter dem Video für den privaten Gebrauch zur Verfügung. Sie können den Text einfach kopieren und ausdrucken. Die Seite auf meiner Homepage verlinke ich Ihnen ebenfalls hier unter dem Video. Die Andacht kann auf einem herkömmlichen Rosenkranz gebetet werden. Sie besteht aus 5 Gesetzchen, wobei anstatt der Ave Maria die jeweiligen Geheimnisse eingefügt werden. Beten wir diesen Rosenkranz ausdrücklich nicht nur für uns und unsere Angehörigen, sondern auch für all jene, die vom Coronavirus betroffen sind oder in den nächsten Tagen noch betroffen sein werden. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Beten. Bleiben Sie gesund.